Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen der Skylines am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Berg. Auf Berg hat sich ein bisschen was verändert und bevor wir zu einer großen Ankündigung kommen, machen wir erstmal das ganze normale Pipapo. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ja, ich muss mal ein bisschen lauter machen und ich muss meinen PC mal ausstellen, damit der jetzt nicht so unnötig Geräusche macht. So, jetzt hört man was. Wieso habe ich wieder nur so wenig Fisch? Ich habe doch letztens erst viel gehabt und habe dann gesammelt. Kann sein, dass mein Mitbewohner hier irgendwas gelevelt hat, was suboptimal geil wäre, weil ich jetzt gerade einen speziellen Drachen level und ich brauche natürlich jeden einzelnen Fisch. Erstmal diese Standard-Scheiße hier. Pipapo, damit ihr ungefähr mal seht, so die Drachen auf was für ein Level die so alles sind hier. Bla bla bla. Wow, 9 Holz. Das ist natürlich mega. So. Wieso habe ich wieder nur so wenig Fisch? Was ist los? Was bist du denn? Oh, der ist Level 36. Okay, hat er ihn sogar gefüttert. Das ist ja natürlich mega sweet. Oder habe ich ihn gefüttert? Ich weiß es gerade nicht, wer ihn jetzt auf Level 36 gebracht hat. Entweder er oder ich. Ich weiß es nicht. Damit, hoppala, können wir mal sehen. Wir haben jetzt 5 von 6 Drachen auf Level 36. Also ich konzentriere mich gerade wirklich zurzeit nur krass auf Leveln. Damit ich mal ein bisschen schneller mehr Fisch und sowas ran schaukeln kann. Des Weiteren, neu haben wir, wie ihr sehen könntet, diesen Kollegen hier. Der hat 5 Tage gedauert. Der braucht jetzt noch 7 Stunden, dieser Exklusivdrache. Dann haben wir halt natürlich immer noch den hier. Ich weiß, ob ich das letzte Mal erklärt habe, ist auch so sehen, dass ich da 2 Tüten gekauft habe und ja. Da waren die beiden halt drinne. Ich mach's halt nie wieder, weil es hat mir so ein bisschen Spielspaß genommen. Putz, das können wir auch direkt machen, weil wir finden verdammt schnell viel Holz. Wir haben ja alle wieder auf Suche geschickt, das ist ja richtig, ne? Ja, das ist korrekt. Suchen wieder alles schön fein. So auch ein, zwei Sachen, die ich vielleicht ansprechen möchte, halt so, weil sie so ein bisschen auf dem Herzen halt liegen, weil ich würde jetzt gerne wissen, was ihr so darüber denkt. Weiß ich ja nicht. Und jetzt kommen wir erstmal zu der großen Angelegenheit, Boots. Und zwar, ihr seht es direkt, wir haben alles, um endlich den fucking grünen Tod freizuschalten. Und das werden wir natürlich directly machen. Ich drücke nicht drauf. Erstmal muss ich mal Bildschirm gerade machen. Ich drücke drauf. Ah! Meine linke Hand gehorcht mir halt nicht immer. Boom! Grün Tod am Freischalten. Was passiert jetzt? Oh. Okay. Ja, was ist jetzt los? Okay, jetzt. Mhm. Wow. Epicness. Oh, den steh uns bei. Sammeln. Ah, es ist ein roter Tod. Ein roter Tod? Beruhige dich, Rotzbacke. Beruhige dich, Rotzbacke. Das da kann nicht der rote Tod sein. Es versucht gar nicht, uns umzubringen. Es muss der grüne Tod sein. Oh, wow. Ja, das wusste ich. Ich wollte nur sehen, ob du es weißt. Okay. Jetzt haben wir natürlich den Megadrachen hier vor uns rumgammeln. Gucken wir mal, was er will. Vielleicht wird niemand den gigantischen Vulkanausbruch und den entsetzlichen großen Drachen bemerken. Habt ihr diese Explosion gesehen, Leute? Der Häuptling ist fort und die Insel explodiert. Super. Vielleicht merkt es keiner. Ein gigantischer Drache und eine gigantische Explosion. Mal sehen, was er ausrichten kann. Begib dich 4-mal mit dem grünen Tod auf die Suche. Okay. Was können wir denn suchen? Suchen. 8 Stunden dauert die Suche. Tschüss. Was? Wo ist er hin? Das war's oder was? Leck mich. Okay, der sucht jetzt wahrscheinlich irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was haben wir jetzt hier. Oh, Lucky Lucky, was wir noch alles kaufen können jetzt und kaufen müssen und sowas. Dann können wir den Immerflüger freischalten. Okay.
Gut, dass ich die Dinger mal trotzdem mal gekauft habe. Das ist sehr gut. Das sind also jetzt so seine Gefährten oder sowas, die wir freischalten können. Okay. Das fehlt uns noch genug von. Ja, komm, Alter. Bap, bap, bap. 31, das wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich hin. So, ja, das haben wir jetzt hinter uns. Und zwar hatte ich. Habt ihr es gesehen? Hatte ich heute ein Gespräch gehabt mit jemandem. Über dies und das. Und der wollte ganz, dass ich halt irgendwas sage. Wie ist denn das offen? Kann ich hier schon was hinklatschen, ohne dass ich die Brücke da habe? Sweet, Alter. Ich habe gar keine Verbindungsbrücke, ne? Gibt's auch anscheinend gar nicht. Okay. Hab ich einfach mal dieses Megagebiet hier freigeschaltet. Warum auch immer. Und wie schalte ich das frei? Na, jedenfalls, hatten wir halt ein Gespräch gehabt, pipapo. Sollte ich halt etwas sagen? Ich habe gesagt, nö, das will ich nicht sagen. Ich wollte eine Erklärung halt haben. Da habe ich gesagt, ich muss es dir nicht sagen. Ich werde es dir auch nicht sagen. Ja, wenn jetzt, die Zeit, wo wir jetzt diskutieren, hättest du es mir sagen können. Ich so, ich will es auch nicht sagen. Dann sag mir einen Grund. Ich so, ich will es halt nicht sagen, weil ich es nicht will. Ja, es muss auch einen Grund geben. Ich so, ich habe ein neues Vorsatz, und zwar, dass ich nicht mehr jedem alles immer erklären will, warum ich etwas nicht tue, aber warum ich etwas tue. Und das hat er nicht so ganz verstanden, glaube ich. Und das finde ich komisch. Ich so, weißt du, das ist mir auch eigentlich relativ so egal, so ein bisschen halt, ne? Weil er muss ja damit nicht zurechtkommen, sondern ich muss ja damit zurechtkommen. Ich muss ja wissen, warum ich etwas nicht tue, und das muss einfach mal akzeptiert werden auch. Und dann hab ich weiß nicht, wie ich da drauf kam, aber dann habe ich auf jeden Fall gesagt, dass mir eigentlich so weit gehend alles egal ist, was jemand über mich denkt. Und deswegen, nee, genau, weil ich gesagt habe, ich bin nicht, ich will das nicht Ihnen erklären müssen, hat er gesagt, ich bin ein, deswegen könnte ich ein Arsch, wäre ich wahrscheinlich dieses Arschloch. Ich so, was für ein Arschloch? Mir ist doch eigentlich egal, was du über mich denkst. Er hat gesagt, jetzt kann ich mir vorstellen, warum dich hier jeder die ganze Zeit am Mobben ist. Weil du ja eigentlich schon ein Arschloch bist. Ich so, ich bin kein Arschloch. Warum bin ich jetzt ein Arschloch? Weil ich von ihm erklärt habe, hat er gesagt, nö, ich muss dir nicht mal alles erklären. Ich so, ja, geht doch. Fertig aus. Ich verstehe es halt nicht so ganz. Wenn ihr etwas macht, dann muss es auch einfach mal akzeptiert werden. Wenn ihr merkt, dass diejenigen das nicht akzeptieren, dann ist das vergebene Liebesmühe, ihnen das noch mal so zu erklären. Weil er auf diesem Trip ist, ich mach das nicht, also hast du das auch nicht zu machen. Und wenn er halt dieses, brauche ich dir nicht erzählen, nicht akzeptiert, wird er auch eure andere Antwort auch nicht akzeptieren. Also lasst es einfach dabei. Und denkt eigentlich gar nicht mal so groß drüber nach. Das Problem ist halt, ich sage das immer ganz gerne selber, denkt nicht immer so groß drüber nach. Aber ich habe mir halt überlegt, oh, mag er mich jetzt überhaupt noch, oder spricht er mit mir jetzt demnächst überhaupt noch vernünftig, oder dies und das. Machen wir eigentlich viel zu viele Gedanken jedes Mal. Ist ein netter Kerl, ist ein super Kerl, an sich. Nur, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn man einfach nicht akzeptiert, wenn einer mal was sagt. Natürlich frage ich auch immer wieder nach und frage, warum hast du das jetzt gemacht oder warum tust du das nicht und sowas. Und wenn derjenige sagt, er will es mir halt nicht sagen, dann ist das halt so. Dann muss ich es einfach akzeptieren. Das ist seine Entscheidung und seine Angelegenheit. Deswegen werde ich ihn nicht als Arschloch abstempeln. Fand ich halt nicht so geil. Aber was willst du da machen? Was willst du da machen? Also wenn ihr wirklich so denkt, ja, pass auf, ist dumm und sowas, ja, ist einfach so. Dann habe ich natürlich was vergessen. In diesem Video, das ist das letzte Mal, dass ich das machen werde, in diesem Video werden jetzt einzelne Pokémon auftauchen. Wahrscheinlich genau in diesem Moment jetzt auch. Und diese Pokémon ergeben Anfangsbuchstaben, deren Anfangsbuchstaben von den Pokémon ergeben ein Lösungswort. Die sind nicht in der Reihenfolge, also kann jetzt halt das Pokémon kommen und das Pokémon kommen, und dabei müssen sie vertauscht werden von den Buchstaben. Dieses schickt ihr mir als PN an der Facebook-Seite oder an YouTube, und dann, ja, könnt ihr halt eine der drei Preise gewinnen. Entweder ersten Platz, Super Special Edition von Schlag mich tot, wie heißt das nochmal? Diablo 3, also eine dicke, fette Special Edition. Ne, wo ist der überhaupt hinne? Was sucht er überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht auf die Suche geschickt. Apropos auf die Suche geschickt. Wir haben natürlich noch was anderes bekommen in einem Booster. Das kann ich euch mal gerade zeigen. Boots, Alter!
Sweetes Ding, oder? Schnuckliges kleines Kapüffchen, keine Ahnung. Ja. Was hat der eigentlich? 16.000 braucht er. Okay. Ja, den zweiten Platz ist dann eine kleine Special Box von World of Warcraft. Und eine kleine Box ist der dritte Platz von. Also, eine ganz. Ist wirklich dann einfach nur das Spiel. Was halt eigentlich nur. Es ist halt dann das Spiel. StarCraft 2, das neueste. Und wie gesagt, einfach als PN an mich schicken, entweder bei Facebook oder bei YouTube. Am besten nicht unter das Video schreiben, weil dann können es alle anderen sehen. Oder bei Facebook auf die Pinnwand schreiben, dann können es auch alle anderen sehen. Macht keinen Sinn. Teilnehmen könnt ihr natürlich ab 12. Aber das Spiel auf vom ersten Platz könnt ihr nur ab Level 16. Was ist los, Alter? Alter von 16 halt bekommen. Daher brauche ich halt dann auch Ausweis oder sowas. Was hat es mit dieser Hütte hier auf sich? Gotis Hütte. Keine Ahnung. Ja, die Häuser haben wir alle geholt hier, bla bla bla. Es ist natürlich die Frage, welchen Drachen wir jetzt auf Level 36 trainieren. Wir können ja mal kurz hier drauf gehen, Flotte starten. Dann sehen wir unsere Drachen. Ich habe keine Ahnung, wo Unezahn wieder unterwegs ist. 32, Unezahn ist Level 36. Naja. Der Regenschneider 36. Ein Hakadu ist auf Level 36. Und der flüsternde Tod, exotische Variante, ist auf Level 36. Und hier unser Schockdrache. Das Schockdrache, ich weiß es gerade nicht. Müsste auf Level 36 sein. Und dann haben wir natürlich jetzt unseren hier auf 33, was natürlich am ehesten ergeben würde. Dann könnten wir mehr Fische sammeln und halt dann mal die Dicken halt richtig gut trainieren. Hier mein Lieblingsdrachen zum Beispiel. Auf jeden Fall diesen hier, weil der sucht jetzt schon 18.000 Holz in der Stunde, 36.000 Holz in der Stunde. Und ja, ich habe ja auch noch zwei normale tödliche Nadder. Ich habe natürlich den tödlichen Nadder Verteidigung. Und ich habe Sturmfall, tödlichen Nadder. Da werde ich halt jetzt im Endeffekt nur einen normalen tödlichen Nadder, einen Sturmfall und. Nein, das war's nicht. Und den verteidigungstödlichen Nadder halt mitnehmen. Die drei werde ich halt im Endeffekt trainieren jetzt so nach und nach. Weil ich will so ungefähr sozusagen ohne Zahn und den tödlichen, also Sturmfall zusammen haben. So auf einem Level jedes Mal. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann sozusagen Zweierteams immer aufbauen kann. Sprich, mit ohne Zahn dann ist das erste Team und wenn ich dann halt den nächsten Kampf machen will, dann haben die Teams, die Figuren sind halt noch am Ausruhen und sowas. Das ist dann halt sozusagen Sturmfall als Nachhilfe kommt sozusagen, als zweites Team kommt. Wäre halt so meine Strategie gewesen. Fuck, wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Game for free, Clash Battleship. Nein, danke. Ja, also wir haben irgendwie ziemlich wenig Fisch. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Ich habe heute Morgen eigentlich extra viel gesammelt. Das heißt, wir können jetzt eh gerade nicht viel machen. Können nur ein bisschen rumgucken. Aber cool, dass wir jetzt den grünen Tod endlich freigeschaltet haben. Ich habe extra viel von diesen hier verbraucht, hier von den Runen verbraucht, damit ich jedes Mal halt drei Truhen habe. Da war er schon wieder. Und ja, ist halt cool, Alter. Ist mega cool. Schön zu haben. Ja. Gut. Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ein Drachen halt noch auf 33. Ich weiß nicht mehr, welcher war das jetzt. Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Habe ich es vergessen, habe ich das. Tödliche Nadder Verteidigungsform. Okay, den tödlichen Nadder Verteidigungsform, das war der hier, wenn ich mich recht entsinne. Natürlich war der es nicht. Dann war es der hier. Oh, den können wir ins Training schicken. Costa Quanta 273.000. Verdammt. Ja, hätte ich. Scheiße. Habe ich dumm gemacht, ne? War ich doof jetzt, ne? Ja, hätte ich das hier nicht gemacht. Ich möchte es deaktivieren, ich möchte mein Holz zurückhaben. Fuck. Oh, guck mal. Ui, da haben wir 150.000 Holz noch bekommen. Gott sei Dank. So, 237.000, ne? Gucken wir mal, was können wir ein bisschen zusammenkratzen. Ja, sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. So. 273.000, ja, okay, dann wird es ein bisschen dauern.
So, dann sammeln wir mal wieder Fisch. Die drei suchen auch noch fein. Also man sieht, es wird langsam. Ich habe auch, glaube ich, jetzt die Strategie von eben herausgefunden, ist mir gerade so eingefallen. Das ist wahrscheinlich ziemlich leicht trainierende Drachen alle auf 36 gepusht und dann halt so immer. Er ist dann ziemlich schnell hochgekommen, der Kollege. Und habe ich jetzt eigentlich nicht so vorgehabt. Ich werde eigentlich schon die Drachen trainieren, die ich halt auch gerne haben will. Oder die halt wirklich was bringen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Also jetzt geht's wirklich ab, weil ich immer so viel so schnell 100 Millionen Holz habe, dass ich halt wirklich schon diese Brücke hier auch aufgebaut habe, dass er die hier schon benutzen kann. Und ja, das kann man mal hier gerade kicken. Das kann man hier zum Beispiel mal schnell kaputt machen. Das kann man ja schnell... Ach, warte, ich brauche 300.000. 300.000, 300.000, 150. Gibt es da nichts dazwischen hier? 1.525 Wikinger brauche ich dafür. Ist klar. Dann machen wir hier wirklich hier gerade den ganzen Krimskrams hier mal weg. Das brauchen wir alles nicht. 400 Holz. Zack, 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 zack. 10 Sekunden können wir das machen. Oh. Das mal einsammeln. Ja gut, dann wird das jetzt wahrscheinlich eher nichts mehr. Gut, wir sehen, das Holzlager ist ziemlich mitgenommen. Nicht viel drinne. Fisch haben auch nicht viel drinne. Können wir großartig jetzt nichts machen. Nicht großartig arbeiten jetzt mit. Wir können ja einfach mal, spaßeshalber, damit wir mal jetzt noch so einen Kampf haben, machen wir jetzt einmal die Flotte 54. Die nehmen wir mal mit. Das ist jetzt schon hervorragend. 34, die besten nehmen wir mit. Sozusagen. Also ich habe es echt auf diese Distanzkampftypen hier abgesehen, ne? Schon krass irgendwie. 26.000 Holz. Ja, komm, Arschlecken. Wie gesagt, wir machen jetzt eh kein Dingens mehr heute. Ach du! Liebes bisschen, what the fuck, was ist hier los, Alter? Boah, das ist nicht meine Armee, ey. Schön alle an einem Platz. Schön mit dem Dingens hier unterstützen. Boots, Alter, das nimmt ordentlich mit, ey. Okay, wir brauchen Unterstützung hier. Boah, die reißen ordentlich nieder, ey. Okay, ballern wir auf das hier mal drauf. Ah, kriegen wir noch die drei Schlüssel, super. Sehr schön, das hat ordentlich funktioniert, ey. Das war sehr gut. Auf jeden Fall ein sehr starker Drachen jetzt. Das freut mich sehr. Sehr schön. Weiter. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Und. Ja, komm schon. Wir haben es gesehen. Mobbles. Ein sehr schönes Spiel. Muss ich unbedingt spielen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Für jedes vernichtende Schiff kommen 10 neue hinzu. Die Lage ist aussichtslos. Berg. Sammle Belohnung ein. Ihr seht, ich nehme ihn wirklich sehr ernst. Oh, gleich 8 Stück, ey. Dias mir. Einsammeln. Jetzt haben wir natürlich fast 178.000 Holz. Oh, er ist fertig. Schick mir. Er sucht halt nur 18 Minuten, was ein bisschen blöd ist. Wir können ja mal gerade kicken, wie viel eigentlich dieser im Besitz Dingens hier, herrückt. Ob es sich ein bisschen lohnt, ihn zu trainieren. Naja, 653. Der einzige Fall, halt herztechnisch ziemlich gut ist. Apropos herztechnisch ziemlich gut.
Wir haben noch eine Aufgabe mit Mappechen hier. Können wir leider jetzt nichts holen. Der gibt mir noch 10 Minuten sammeln. Dann werden wir den hier auffallen lassen. Sorry, Hübscher. Und dich erstmal kurz suchen lassen, weil ich nämlich eine Aufgabe mit ihm habe. Die Metalle, da habe ich ewig. Finde mit einem Funkenhüstel für 30 Minuten Holz. Und begib dich viermal mit dem grünen Tod auf die Suche. Okay. Seht ihr? Wie ihr seht, seht ihr nichts. Warum ihr nichts seht, seht ihr gleich. Oh, da haben wir sie, die 273.000. Sehr schön. Haben wir sie noch irgendwie zusammengekratzt, jetzt gerade auf die Schnelle. Und zack, ist er jetzt im Training unterwegs. Das heißt, du kannst jetzt im... Was? Dann kannst du Fisch suchen. Warte mal, wie viel Fisch suchst du? 15.000? 17.000. Sammeln die. Wir können eigentlich demnächst halt wegstecken, den hier. Weil wir genug Allessuche haben. Wir können auch mal gerade gucken, was so ein tödlicher Nadder zwischendurch so sucht. Am Endgame. Sozusagen, im Endlevel. Da haben wir doch tödlicher Nadder. 1,18 Millionen. Okay. Sucht dann doch ein bisschen mehr als ein Dingens. Und Sturmfall sucht auch 1,18 Millionen. Sucht dafür 10 Stunden. Hat halt eine höhere Distanzstärke. Daher Sturmfall ziemlich gebrochen. Eitler und aggressiver rückenschießender Spürklassendrache. Sein guter Geruch sind gleich den toten Winkel direkt vor der Nase aus. Und Sturmfall selbst für einen verspielten Drasse wie der Nadder. Was sehr merkwürdig ist, eitler und aggressiver Rückenschießer, schießender Spürklassendrache. Wenn man bedenken, ist jetzt selbst für eine verspielte Rasse wie die Nadder, ist sie besondere lebensfroh und wetteifernd. Mit Sturmfall kann einfach alles zum Spiel werden. Es ist ein bisschen merkwürdig, ein bisschen selbstironisch sozusagen. Es widerspricht sich selber. Und ja, sehr schön, was wir hier alles haben schon, ey. Die hast mir. Was tut der denn so? 920.000, das ist mir zu wenig. Zu wenig. Die muss ich erstmal erreichen. Ja, wie gesagt, den haben wir bekommen. Glücklicherweise. Der sucht schön 2,37 Milliarden, Millionen. Und den hier haben wir bekommen. Mit 4,15 Millionen. Hammer. Aber der Gabenschnack stellt auch nicht so viel danach. 2,37 Millionen. Ist schon cool. Achso, was wollte ich noch gucken? Nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Als letztes, was wir jetzt gucken, ist jetzt nochmal gerade. Dann beende ich nämlich. Ich glaube, dann ist nämlich 15 Minuten rum. Ich weiß es nämlich nicht. Ich mache gerade freie Schnauze. Denkt dran, überall Pokémon versteckt. Ich habe vergessen, das am Anfang zu sagen, weil ich es vergessen habe, dass ich das mache. Ist das letzte Mal. Boah, 962.000. Oh, jetzt nicht. 1772 ist halt entsprechend ganz geil. Ab Level 100, ja, das haben sie mit einem Patch jetzt gemacht, also mit einem Update, dass du jetzt Level 100 trainieren kannst. Okay, Leute, bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare, aber halt die Lösungswörter als PN an mich, Facebook oder YouTube. Dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss! Slay sagt tschüss. Tschüss! Tschüss.